Also schreibt mir einfach eure Vorschläge, was du denkst, was hier so ganz gut hinpassen würde, unten rein, dann würde ich das machen. Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen, mein Name ist Damakasch, ich freue mich, dass du einschaltest zu einer neuen Folge Minecraft und ich stehe schon wieder woanders rum, weil wir uns jetzt dazu entschieden haben, einen Minecraft-Server zu mieten und ich habe jetzt hier schon wieder in der Nähe eines Dorfes gebaut, ne, wie du siehst hier und ich spiele auch gar nicht alleine, mein Mann und ein Kumpel ist auch mit am Start, die haben auch schon... Der Andi, der weiß ich nicht, der ist ein Kellerkind, der buddelt die ganze Zeit in einer Mine rum. Ich zeige dir das mal. Der hat da, oh voilà, weil der hat sich da so ein sehr schickes Haus aus Stein gebaut. Und mein Mann hat hier den Turm gebaut schon. Dann haben sie angefangen, das Dorf einzuzäumen, damit die ganzen Dorfbewohner nicht irgendwie von Zombies gegessen werden. Und hier geht's runter in unsere Mine. Und was das für ein Haus ist, man weiß es auch nicht so genau. Ein Provisorium. Ich bin gerade dabei, mein eigenes Haus zu basteln. Ich habe den Grundriss jetzt schon wieder gemacht und ein bisschen Sachen gesammelt, aber nicht so viel. Das heißt, ich werde sicherlich noch ein bisschen Holz klopfen müssen, glaube ich. Aber ich zeige dir das. Ach so, ihr wolltet wissen... Wartet, welches Ressourcenpaket ich benutze. Ich habe das Pure PD Craft jetzt in 128, weil 256, dann ruckelt es bei mir manchmal ein bisschen wegen den Shadern dann. Und ach, naja, 128K habe ich halt. Ich hätte auch das Realistic Adventure, aber das hat mir nicht so gefallen. Und dann wolltet ihr wissen, welchen Shader ich benutze. Bei den Shadern probiere ich im Moment noch. Ich habe jetzt den Cardian Nick Shader. Ich packe euch beide Links unten in die Infobox. Dann könnt ihr euch das auch runterladen. Der Shader, zack, fertig, fertig. Der frisst nicht. So, der frisst nicht so viele Ressourcen und die Farben sind schön kräftig. Ich finde, das Wasser sieht hübsch aus und auch die Sonne und so. Also für mich passt das. Die Schatten sind auch schön. Deswegen lasse ich den Shader jetzt mal. Aber ich werde da immer mal eine Runde rumprobieren und dir das dann zeigen. Hier habe ich jetzt angefangen, meinen Grundriss zu machen von meinem Häuschen. Also hier ist noch nicht viel passiert. Ich brauche noch Glasscheiben, die fehlen noch. Und hier hinten habe ich noch einen Durchgang zu einer Terrasse. Ich möchte nämlich gerne das hier alles ausheben und dann so eine Terrasse wie einen Steg, weißt du, über den See machen. Das ist mein Plan. Ich habe auch überlegt, ob ich das Haus zweistöckig vielleicht baue, also noch ein Stockwerk draufsetze, weil groß genug vom Platz wäre das vielleicht und als Lagerraum dann einen Keller nehme. So, jetzt weiß ich aber nicht genau, mache ich das zweistöckig oder nicht? Man weiß es nicht. Im Bruchstein ist genug da, weil wie gesagt, der Andi, der buddelt da und buddelt und buddelt und buddelt. Der ist, glaube ich, schon bald beim ersten Stein ever angelangt. Und jetzt könnte man theoretisch ja hier noch aus Holz so ein Holzteil draufsetzen. Das würde ich dann aber einen Block breiter machen wollen. Jetzt gucke ich mal. Holz habe ich nämlich, ich dachte mir das schon, habe ich zu wenig. Das heißt, ich werde jetzt erstmal meine Sachen hier hinpacken und das auch. Und ich brauche noch eine Steinaxt auf jeden Fall. Danke übrigens für den Tipp mit dem Rezeptbuch. Ich habe es dann auch mal gefunden, dass das hier ist. Das ist tatsächlich neu. Das kannte ich so nicht. Also... aber macht ja nichts. So, und gleich noch eine. Und jetzt muss ich mal gucken, Nacht ist ja noch nicht. Oh, ich hasse diese blöden Bäume. Da habe ich bestimmt auch wieder irgendwas vergessen. Und jetzt habe ich auch keinen Dreck dabei. Ich holz das mal noch eben ab. So, damit das hier nicht sinnlos... Ja, da ist noch... Das sind diese Eichen, ne? Die sind ein bisschen nervig. Ich habe mich auch noch gar nicht weiter hier in der Umgebung umgeguckt, muss ich zugeben. Ich weiß, ein paar Schafe habe ich schon gesehen. Und Schweine und auch Kühe habe ich schon entdeckt. Ah, ist fertig. Und Pferde habe ich aber noch nicht gefunden jetzt. Ach so, ich bin gefragt worden, ob ich auch mal einen Pferdestall bauen würde. Und ja, natürlich, das möchte ich schon gern machen. Also wir haben jetzt eigentlich vor, um das Dorf herum ein
weiteres Dorf zu bauen und eine Festung und so weiter und so fort. Und was so dazu gehört, das müsste ich mal zumachen, das Loch noch. Ja, dass das einfach sehr groß wird. Einen Server haben wir jetzt übrigens gemietet. Da kann dann auch bestimmt mal der ein oder andere zu Besuch. Vielleicht machen wir mal so Besuchertage, wo ihr euch dann hier umgucken, aber nichts bauen könnt. Da muss ich aber erst gucken, wie das mit der Servereinrichtung geht und so, damit es funktioniert. Weil ich weiß nicht, wenn ihr Minecraft spielt, spielt ihr dann auf öffentlichen Servern oder habt ihr eigene Server oder spielt ihr lokal? Das kann man ja auch machen. Ne? Da kann man dann aber immer nicht mit allen Freunden online spielen. Das funktioniert dann im Normalfall nicht so gut. Und zack, deswegen haben wir jetzt einen gemietet. Sieht doch schon eigentlich gar nicht so doof aus, ne? Sieht halt ein bisschen klotzig aus. Ich glaube, ich mache da echt noch eine Etage oben drüber, damit das nicht aussieht wie so ein großer Klopsi. Und es wird schon wieder dunkel. Wir haben aber alle Betten, das heißt, wir können dann schlafen gehen und die Nacht überspringen. Weil, also, die Nächte sind ja echt fatal, ne? Also, was ich da schon in dem kurzen Stück jetzt irgendwie gelitten habe mit den ganzen Zombies, ist nicht so schön. Achso, ich könnte mal gucken. Ich habe mir eigentlich Adminrechte für den Server gegeben. Macht ja auch Sinn, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich es eingestellt habe, dass ich die Tageszeit ändern kann. Das probiere ich gleich aber mal aus. Vielleicht geht das ja auch. Dann kann man sich das Schlafen ersparen. Ja, wie gesagt, die ganzen Löcher müssen noch zugebuddelt werden. Und ich brauche mehr Holz. Und ich habe auch nichts zu essen. Und ich brauche Schweine. Und oh Mann, ey. Okay, warte mal, so, ich müsste dann auch mal in eine Mine und mir ein bisschen Eisen zusammensammeln für Rüstung und sowas, beziehungsweise sowas wird unten wahrscheinlich in den Kisten auch sein. Hallo Schweinchen. So, ich gucke jetzt mal, ob das geht, pass mal auf. Time set a day. Nein, ich habe nicht die Erlaubnis, das ist sehr traurig. Da oben ist auch noch Holz drin, guck mal, ich sehe es doch genau. Ich sehe es doch genau. So, ich hoffe, zack, dass es das dann war jetzt hier. Also diese Eichen, ne, überall versteckt haben die halt irgendwelche Zweige noch. Und dann vergisst man das und dann schweben da immer so Baumdinger in der Luft, so Baumwolken oder was. Das ist nicht so schön. So, ich husche jetzt zu meinem Bett. Schnell zum Bett, ich muss schlafen. So, da bin ich wieder. Es ist wieder ein nächster Tag. So. Guck mal, da ist anscheinend noch was drin hier, ne? In dem Baum. Ich sehe es genau. Ah ja, da ist noch tatsächlich. Schau mal. Komm ich da ran? Komm schon, ich baue dich ab. Ich schaffe es. Ich kann es schaffen. Ich bin zu faul, mir was zu bauen. Hoffentlich war es das jetzt aber. Hoffen wir mal. Hoffen wir das Beste. So, jetzt gucke ich mal. Ich würde das dann nicht mit so Holzbalken machen, sondern mit Holzbrettern. Fände ich eigentlich ein bisschen hübscher dann, ne? Als zweite. Und, ja, kann ich mal alle dahin haben? Alle dahin, bitte. Und so. Ich guck mal, wie weit ich damit hinlange. Ich werde sicherlich noch nachbauen müssen. Befürchte ich. So, das soll nämlich eins rausgehen. Und jetzt muss ich ja eh erstmal den ganzen Boden machen, ne? Weil das muss ja, zack, oder mache ich die Decke da schon? Also, dass ich hier so den Boden mache. Weißt du, wie ich meine? So vielleicht? Ich muss mal gleich gucken, wie es dann von unten ist, ob mir das nicht ob mir dann nicht die Decke auf den Kopf fällt. Warte, ich gucke mir das mal an. Nee, das ist eigentlich gut so. Gut, dann mache ich das so. Dann setze ich jetzt erstmal den Boden an meinem Häuschen. Und ja, ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ich so mit meinem Haus fertig bin. Das wird natürlich noch die eine oder andere Folge dauern. Ich werde das natürlich auch weiter so machen, wie ich gesagt habe. Ne? Du wirst nicht jeden Klotz sehen, den ich baue. Zack. Ich werde auch zwischen den Folgen immer ein bisschen weiter bauen, weil sonst
weiß nicht, ist die Hausbaufolge, weiß nicht, 5 Jahre lang oder so. Und du kannst mir aber natürlich trotzdem jetzt schon in die Kommentare schreiben, was für ein Gebäude soll ich denn für das Dorf als nächstes bauen? Also so Bauernhof wäre natürlich eine Idee, eine Windmühle könnte man machen, ein Gasthaus könnte man natürlich auch bauen oder was kann man denn noch so bauen? Also schreibt mir einfach eure Vorschläge, was du denkst, was hier so ganz gut hinpassen würde, unten rein, dann würde ich das machen. Oder habt ihr vielleicht auch mehr Lust, wenn ich mit dem Haus von mir fertig bin, beziehungsweise wenn man da drin wohnen kann und das nicht mehr aussieht wie Kraut und Rüben, könnte ich natürlich auch mir ein Boot bauen und den Fluss entlang schippern und mal gucken, was ich so in der näheren Umgebung noch entdecken kann. Wäre vielleicht auch eine Idee. Also wie gesagt, schreib mir das gerne unten in die Kommentare, worauf du Bock hast, was du gerne sehen möchtest. So, schau mal. That's it, oder? Ja. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Ja, das muss trotzdem, warte, so, dann brauche ich das hier nicht mehr. Wie ich das dann innen mache, das gucke ich dann, das muss ich dann mal sehen. Ich baue jetzt hier erstmal noch, das. Ich werde nicht hinreichen, das weiß ich, aber das ist nicht schlimm. Vielleicht könnte man da auch sowas wie einen kleinen Balkon dann noch hinsetzen oder so, ne? Also wäre vielleicht auch noch eine Idee. Einmal so, hier noch einen hin, so. Ah, ich lang nicht hinschauen. Okay, dann baue ich mir mal noch ein bisschen was für mein Haus. Meine Treppe ist zu kurz. So. Ja, das sieht schon ganz cool aus, oder? Da müssen noch die Holzbalken hin, das habe ich jetzt noch nicht. Aber da brauche ich jetzt noch, Fichte ist es gewesen, ne? Nee, Eiche, Eichenholz war das. Da ist noch mehr drin. Ach komm schon, ernsthaft? Na, dann baue ich jetzt hier, komm her. Einmal hoch und dann baue ich das ab. Also ich mache mich jetzt auf den Weg, ich werde jetzt noch etwas Eichenholz mir sammeln. Es hilft mir ja alles nichts. Und setz mal den zweiten Stock noch drauf und vielleicht den Fußboden und so. Und schaue mal, wie weit ich komme. In der nächsten Folge bist du natürlich herzlich eingeladen, mich weiter zu begleiten. Und ich würde mich freuen, wenn du einschaltest und bin sehr gespannt, was für Gebäude du gerne sehen möchtest im Dorf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Damakasch.